Die Schreibtischtäter vom Deutschen Presserat. Kommentar von Dr. Frank Kretschmer. Am 15. Februar 2012 um 23.30 Uhr vergewaltigten zwei Türken in einem Parkhaus zu Worms ein 16-jähriges Mädchen mit einer Grausamkeit, die zu schildern sich meiner Feder sträubt. Die Folgen lassen das Blut in den Adern erstarren. Schwerste Unterleibsverletzungen, die einen permanenten künstlichen Darmausgang erforderlich machen. Freude, Spaß, Unbeschwertheit, Liebe, Familie, Kinder, Glück. Alles für immer verloren. Ein Aufschrei, meint man, müsse durchs Land gehen. Mitnichten. Wenige Zeilen im Lokalblatt. Wie immer, wenn es um Ausländerverbrechen geht, ohne Täterherkunft. Dieser Wahn hat Methode. Er ist politisch gewollt und steht in den publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserates. Ziffer 12.1. In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Vorurteile schüren, Wahrheiten unterdrücken und damit Mädchen und Frauen vorenthalten, wer in diesem Lande Vergewaltiger sind. Türken, Araber, Moslems, auch wegen der Frauenfeindlichkeit ihrer Ideologie, dem Islam. Diese aus Verblendung zu verschweigen und damit die Sensibilisierung möglicher Opfer zu verhindern, macht den Deutschen Presserat und seine Träger, die Journalistenorganisationen, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, BDZV, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, VDZ, Deutscher Journalistenverband, DJV, Deutsche Journalistinnen und Journalisten Union, DJU, in Verdi und deren schreibenden Präventionsverhinderer zu Schreibtischmittätern. Mögen ihnen die geschändeten Mädchen und Frauen, die desinformiert ihrem Schicksal nichts entgegengesetzten, des Nächtens im Traum erscheinen. Nicht alles, was rechts wegen zulässig wäre, ist auch ethisch vertretbar. Von rechts wegen ist nur Wahrheit zulässig. Nur sie ist ethisch vertretbar. Sie rettet Leben. Political Correctness und Presskodex töten.